Soll ich mal erzählen ein bisschen, worum es im Film geht? Ja, gerne. Sozialdrama ist ja ein Begriff, ne? Ist ja, genau. Sozialdrama ist ja im Prinzip das, was du machen musst, damit du eine Chance hast auf dem Markt, weil das wollen alle sehen. Mir ist aber ganz wichtig, dass wir wirklich die Unterschicht abbilden. Die Menschen, die ganz unten sind, ganz authentisch und zerbrechlich. Ich möchte, dass die Zuschauer weinen und dass sie aber auch am Ende mit einem Lachen aus dem Film rausgehen können, dass sie merken, ja, die Welt ist doch schön. Es ist doch alles gar kein Problem, ist doch schön. Als sie klein war, hat Mama immer gesagt, eines Tages fahren wir mal ans Meer, damit du das mal siehst, wie das glitzert und wie die Wellen rauschen. Eines Tages. Du wirst schon sehen, meine Kleine. Zum Zweimonatigen. Ui, die ist schön. Danke. Was ist denn die her? Von Kathi. Ich konnte nicht zahlen, da hat sie mir die angeboten. Die meinte, es ist echt Gold. Ich weiß nicht. Ich fand sie hübsch, da habe ich sie genommen. Danke. Du bist echt der Süßeste. Hast du schon mal dran gedacht, wegzugehen? Du meinst jetzt Ferien oder so? So. Oder länger. Sobald ich mir einen Kundenstamm aufgebaut habe und die Promozeit vorbei ist, machen wir das Schwäbchen. Verlass dich mal dann drauf. So eine Finke am Meer. Wäre das nicht schön? Wir mieten uns die schönste Finke von der ganzen Ostsee. Hallo. Hi. Ja. Denise, Kevin, Eileen, Vanessa, Martin, Lothar, ihr habt was zu fratzen. Yes. Spaghetti. Yes. Halt, halt, halt. Keine Zeit. Keine Waschen. Kevin, ab. Da hebt's kein Fleisch. So, jetzt nicht ans Essentisch. So, jetzt reicht's. Mann, mach den Kopf zu, sonst schalleig dir einer. Da hast du einen Grund zum Heulen. Bring mal Mutter in ihren Teller. Der Mond im dritten Haus. Und ein starker Einfluss von Uranus ist spürbar. Ich sage Ihnen, bei dieser spezifischen Geburtskonstellation wird sie Ihnen verzeihen. Einen Augenblick, bitte. Oh ja, gib mir es. Ja, ja, ja. Der Meister sagt, du magst die Tür nicht sehen, gehe aber trotzdem hindurch. Oh, süße Mandy, das ist aber lieb von dir. Magst du dich ein bisschen hersetzen zu mir und machst mir die Haare? Mama, wollen wir nicht mal auf den Rummel gehen? Ich wollte dir doch Zuckerwatte kaufen und so einen kandierten Apfel. Mama, das geht jetzt nicht. Da klebt drüben gleitet Ketchup an den Wände. Oh, ich verstehe Sie sehr gut. Ja, ich weiß, wie Sie sich jetzt fühlen. Sagen Sie, haben Sie Kinder?
Lass mal kosten. So, wer sich am Tisch nicht benimmt, der geht ohne Essen ins Bett. Spreche ich hörbar. Du. Ich bin hier, weißt du? Ich beschütze dich. Und bald gehen wir weg von hier, wir zwei Hübschen. Hm? An mehr gehen wir, da wird alles besser. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Bei der Rolle geht es ja darum, es ist die zweite Hauptrolle im Film. Es ist die beste Freundin von Mandy, Nurgül. Nurgül ist eine Türkin? Nurgül. Mhm. Ja, sie ist Türkin. Also ist das, ich bin ja gar keine Türkin eigentlich. Also, ach so. Nee, ich heiße ja Eva, also. Gibt es nicht Türken, die Eva heißen? Nee. Nee, aber ich dachte, du hättest irgendwie persische Wurzeln. Nee, hab ich nicht. Also persisch ist auch nicht türkisch, ne? Aber, ja. Ja, wir haben ja dein Demoband gesehen, ne? Wenn du das hinkriegst, dann reiht sich der Russe da auch sehr gut ein in die anderen Russen, die du da drauf hast. Mhm. Dann das ist so ein ganz eigenes Russenuniversum da, dann fürs Band. Na du. Ja. Schöner Name. Danke. Wir suchen hier eine Regieassistentin und wir brauchen natürlich jemand ganz klar, der zuverlässig ist, zuvorkommt, mhm. Also sozusagen vorwissend. Ich kann nicht so gut Sachen ansprechen, die mich stören. Ich bin zu perfektionistisch. Ich rede schnell, wenn ich aufgeregt bin. Bin ich belastbar, bin ich... Bist nicht belastbar? Doch, ich bin belastbar. Okay. Ich mag ja Russen sehr. Das. Und die sind ja schon auch eher so ein bisschen korrupt, auch so rau, dreckig. Auf jeden Fall. Sie ist nicht nur Türkin, sie ist vor allem auch Mensch. Ja, aber warum muss sie denn dann Türkin sein? Also es kann doch genauso gut einfach nicht erzählt werden, woher die kommen. Wir wollen ja die Türken nicht unter den Teppich kehren. Mit dem Rückstellungsvertrag, das hatte ich ja... Da weißt du, wie das funktioniert, ne? Das bedeutet, dass man jetzt noch kein Geld bekommt, dass man jetzt quasi kostenlos arbeitet. Dafür bekommst du aber auch was zu essen hier, ne? Genau. Ach, hast du einen Freund? Okay. Den musst du ein bisschen vorbereiten, dass es jetzt schwer wird, die nächsten Wochen. Also, weil ich muss dich halt rund um die Uhr haben. Und ich bin dann deine Nummer eins. Ja. Also wenn deine Figur jetzt ein Tier wäre, was wäre sie dann? Krokodil. Ein Krokodil. Ja. Ja. Krokodil? Spiel mal ein Krokodil. Mhm. Sie ist in erster Linie, ist sie auch Rapperin. Hast du einen Rashid schon kennengelernt? Nee. Deinen Partner? Der den Ali spielt? Ja, das ist ein ganz starker Partner. Türke auch. Also. Nee. Der ist halb Afrikaner. Wein mal. Stell dir vor, du kriegst die Rolle nicht. So werden Filme gemacht. Ey, vielen Dank nochmal, dass es geklappt hat. Ich freue mich total, dass du reingekommen bist. Es hat
gleich angefangen zu knistern und dann auch sehr gut geflutscht. So. Das ist echt schön. Ja. Bist du eigentlich auch Schauspielerin? Bitteschön. Bei welcher Agentur bist du? Soll ich dich mal massieren vielleicht? Wenn ich das wuppe, ja, wenn ich das richtig gut hinkriege, dann kann ich danach Hauptrollen spielen. Weißt du, das ist das Ziel. Das ist das große Ziel. Ich bin Schauspieler mit Leib und Seele. Das weiß keiner, aber ich weiß es. Ist auch fest daran. Wie siehst du das? Deswegen gibt es dieses Projekt. Weil wenn ich eine Hauptrolle gespielt habe, dann spiele ich eine Hauptrolle. Hallo. Ich freue mich auf euch. Ich denke, das wird eine tolle Zeit, die wir haben werden. Was ich ganz wichtig finde, ist gute Laune, Motivation, dass wir alle am selben Strang ziehen. Und deswegen finde ich es total gut und wichtig für die Arbeit, dass wir jeden Tag mit einem Motivationstraining beginnen. Wir wollen Mitgefühl erzeugen und natürlich in erster Linie mein Erfolg, euer Erfolg. Geld ist das, wovon wir leben, und Applaus ist das, wofür wir leben. Und wir orientieren uns an den Hunden. Hunde sind loyal. Hunde sind Gruppenkämpfer. Sie kommen im Rudel vor. Sie sind bedingungslose Lieber. Und deshalb werden wir bellen. Ich mach's einmal vor und dann alle zusammen. Wuff, wuff! Und alle. Wuff, 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 wuff. Und noch mehr. Wuff, wuff, wuff. Yeah, wir freuen uns. Wuff, wuff. Und unser Leitspruch wird sein: Ich will keine Katze sein, ich will ein Hund sein. Und alle. Ich will keine Katze sein, ich will ein Hund sein. Wir wollen, dass unser Publikum weint. Das wollen wir. Wir wollen Applaus. Das wollen wir. Super. Melanie, Schatz. Du weißt ja, die nächste Szene, da muss ich relativ böse zu dir sein, ja? Du weißt ja, dass das nur gespielt ist, ne? Das weißt du ja. Ja, alles gut, alles gut. Wir machen das schon. Ich bin ja Schauspieler. Fühl ich dich. Hm? Ich spiele doch nicht in der Burka. Was soll das denn? Naja, es wurde ja, also Birgit hat ja mit dir telefoniert. Mit mir hat überhaupt niemand telefoniert. Ja, also Mandy hat gesagt... Mandy hat überhaupt nichts gesagt. Sie hat gesagt, dass... Und außerdem... Mandy! Was soll das denn? Du kannst mir doch nicht in so ein Teil hinhängen. Was ist los? Ich spiele doch nicht in der Burka. Warum denn nicht? Wir müssen ein Zeichen setzen. Was denn für ein Zeichen? Für die Unterdrückung der Frau. Für Frauen, die nicht arbeiten dürfen, die nicht wählen dürfen, die nur zu Hause sitzen und Gebärmaschinen sind, für ihre Männer Kinder gebären, kochen, sich verkloppen lassen. Hallo? Ich verstehe überhaupt nichts. Ich ziehe dieses Ding nicht an. Das steht fest. Und tschüss. Ganz einfach. Bitte. Swagger. Yes, I do. I got swagger. How about you? More swagger, more swagger, more swagger, more than you. More swagger, more swagger, more swagger, more than you. I got swagger. Yes, I do. I got swagger. How about you? Mal die Beine von der Beyoncé gesehen, ey? Ey, das sind keine Beine, alter Mann, das sind Säulen, ja? Also, weißt du, wenn mein Fitnessstudio das mit mir machen würde, ich würde die verklagen, Mann. Ja. Lass mal zu Kiko, ich brauche einen neuen Lippenstift. Sieht doch eh keiner.
Und dann muss ich noch zum Alex, Mann, weißt du, ich muss zu diesem Dingstermarkt. Was willst du denn da? Unterwäsche. Hä? Vielleicht ist ja eine Nachricht in Schlüpper genäht. Du kannst eine Brieffreundschaft mit einer Landsmännin anfangen. Schlampe. Du Schlumpf. Ey, Mann, ich mag das nicht, wenn du mich Schlumpf nennst. Hör auf. Ey, lass mal nicht um die Ecke. Wieso, was an der Ecke? Hatten wir nicht eine Vereinbarung getroffen, wo dein Bezirk ist? Wende direkt vor deiner Haustür. Also das hier ist auf jeden Fall meiner. Und du gehst mal besser dahin, wo dich jeder kennt oder so. Weil da kann dir keiner wehtun, sag ich mal. Was ist das überhaupt? Ist das deine Clique oder was? Ja, Mann, die Clique, das bin ich. Und ich sag mal, Gefahrensucher, Ferien in Afghanistan, Buch. Ich geb dir gleich einen Nasenstupe, alter Mann. Was für eine Stupe, Alter? Komm her. Komm her, du Opfer. Ja, brennt gleich. Was ist los? Sollen wir keine Verstärkung rufen? Lass mal schauen, wenn die sich schlägt. Ach so, Matthias in Bayern, ja? Erstmal warten, bis eine tot ist und dann ganz gemütlich befragen. Ich sehe doch kein Messer, du etwa? Wenn wir ein Messer sehen, ist es zu spät. Komm her, da, Mann! Das komm, lass ist die Scheiße. Komm her, da! Mann. Lass warte, mal betteln, warte doch mal, warte doch mal. Halt was, Mau, du! Komm mal klar und chill mal, Schwester. Du bist keine Schwester, verpiss dich mal besser. Sonst ist von dir nur noch ein kleiner Rest da. Ach ja, das ist meine Hut. Ich bin hier geboren. Denkst du echt, du könntest rappen? Wasch dir mal die Ohren. Dann von vorn, du willst rappen? Lass mal bleiben, das Battle. Zu viel Risiko. Lies lieber erst den Beipackzettel. Langweilig, Alter. Geil, oder? Boring, Alter. Ah. Und komm, zeig mal, was kannst du? Was willst du, Alter? Los, zeig uns, was du hast. Zeig uns, was du hast. Aha, komm. Zeig uns, was du hast. Ja, du stinkst, Alter. Yo, Fresse halten, Mandy, nenn mich meine Chicks. Aus Beats, Candy, Mandy. Ey. Spannend, kostet Touristenpauschale, Alter. Boah, sonst kriegst du den Bau. Hätte ja noch mal höflich nachfragen dürfen, Frau Wachtmeister. Was laberst du vom Bett, du verwöhnte Rechenpuppe? Wir wollen uns auf Espresso, wenn dir noch ein Weilchen nutze. Du warst gut in der Schule, auf der Uni zwei Semester. Ich war gut, denn auf die Fresse kann ich was Alphabet, Schwester. Ich schwör's, klatsch gleich, Alter, es kann beifahren. Aha, ist das alles? Zeig uns, was du hast. Zeig uns, was du hast. Zeig uns, was du hast. Ich steh auf der Straße, du liest Thomas Mann. Was, leer? Oh, fuck, ich schau mir nur die Bilder an. Ich hab 10 Geschwister. Ach komm, heute doch, ich hab 11. Yeah. Ich mache ihnen Kräfte und das geht auf die Hüfte. Mein Alter ist ein Spritti. Meine Mom spritzt Heroin. Bei mir sind alle depressiv. Und bei mir schizophren. Wirklich, Alter? Korrekt? Komm, Baby, komm, komm, zeig uns, was du hast. Hopp nach Hessen, Öko-Bitch, das ist unser Kies, was willst du? Wer sprühst du? Laberst du mich weiter krass mit Öl zu? Gibt's ein Punch ins Gesicht? Bam, bam, es fällt Blut, dein Augenlid, das schwillt zu. Und ich chill cool. Ich bin wie Junkfood und gesund und rat dir Leider zu ziehen. Die letzten Tage war ich Eigennuklein. Und du trägst weiter ein ESO-Absack, Eigenurin. Gluck, gluck, in einem Zug drehen. Oh, scheiße, du Freak, was willst du mich an den Kater? Sei leise, du Vieh, ich bin im vierten Monat schwanger. Top das, Alter. Papas, deine Mutter kauft im Bioladen, veganen Biofladen. Meine Shirts in Pakistani, Kids, die kommen mein Knie hochladen. Mein Vater hat mich schon verkloppt, da konnte ich kaum 2 Kilo tragen. Und seit ich 12 bin, darf mein Ehemann mich jetzt beliebt totschlagen. Von ihm woanders als in diesem Block noch nicht mal ein verkackten Tag. Hab schon Kriegstraum, als wäre ich abgepackt. Im Irak, in deiner Fender, Schabert, ihre abgepackten Magerfass. Oh klar, laber mal, du bist Upperclass. Mein Vorstrafenregister ist so lang, wenn ich es vorlesen müsste und müsste ich wüsste, nicht wo anfangen, wo anfangen. Die Mülltonne vom Nachbarn ist meiner Mutter ihr Biomarkt. Sieht deine Mutter eine Ratte, kriegt sie gleich einen Herzinfarkt. Komm, Jess, come on. Oder beim Party machen 3 Tage ihre Platten vergessen. Kühlschrank leer, wir haben stattdessen Kakerlaken gefressen. Oh, ich bin so kaputt, dass ich sogar noch Bett nässe. Wer ist gern so abgefragt wie ich, hab's gerannt. Doch oh, deine Mutter trinkt nur Apfelsaft. Ich hol meine einmal in der Woche ab vom Knast. Nachdem sie sich wieder ausgenüchtert hat. Du Spaß! Du Spaß! Ey. Spaß, Mann. Ich brauch jetzt meinen Lippenstift, Mann. Oh.
schöne üble Gegend, wa? Ich kann mich noch ja nicht entscheiden, was ich attraktiver finde. Sie oder ihre Handtasche? Meinst du die hier? Ja, ich träume ja mal. Ich hab noch was zu tun. Schönen Tag noch, Fräulein. Wir brauchen Thalermatratze. Und zwar pronto. Verstehst du, jeden Tag, wo ich Jacqueline mit meinem Bruder alleine lassen muss, hab ich Angst um sie. Wir müssen hier weg. Dahin, wo es anders ist. Besser heute als morgen. Bin ich Jesus? Trage ich Latschen? Pippi, ich hab nicht. Aber das ist dringend, Mann. Kennst du den Unterschied zwischen Mikroökonomie und Makroökonomie? Du und Icke, wir sind Mikro. Wenn wir erstmal Makro sind, dann verschwinden wir und lassen andere von uns arbeiten, verstehst du? Schon. Aber was ist mit mir? Was kann ich denn beitragen? Ich will dir nicht aufstacheln. Ja, das gibt Möglichkeiten. Boah, ich weiß nicht mehr niemand. Reicht das nicht, dass ich das lese? Pass auf. Den nimmst du. Und die Stunt-Action übernehme ich. Alles klar? Ein schöner Tag für schönes Spiel. Ich frage, wo ist Kugel? Kugel ist hier. Jetzt sehen Sie und suchen Sie, wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? Da. Sicher? Ja. Sie haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Mädchen, komm ran. Kannst du machen? Gewinn. Großer Gewinn. Siehst du, Kugel ist hier. Und jetzt, wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? Da, Mann. Sicher? Dein Einsatz. Какая худая? Жратва у них в Германии хреновая, блядь. Че ты смотришь, блядь? Че ты смотришь, блядь? Шайза, ты булин. Hallo, Mandy. Ich bin Polizistin, aber ich habe auch ein Herz. Mandy, guck dich mal an. Merkst du denn gar nicht, dass die Bahn, auf der du gehst, schief ist? Noch ist es Zeit, dein Leben zu ändern. Das tue ich ja gerade. Aber danke, Lady, für das beherzte Eingreifen. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Schlechten Tag gehabt? Ganz normaler Arbeitstag, würde ich sagen. Brauchst du was zum Kühlen? Danke. Das geht schon. Scheint ein harter Job zu sein. Das Leben ist ein Ponyhof. Und ich bin das Pony, auf dem alle mal reiten wollen.
Es gibt auch weniger schmerzhafte Arten, sein Geld zu verdienen. Ach ja? Sei morgen um 1 in meinem Büro. Pünktlich. Du kannst jetzt gehen. Sag mal, bist du nicht Mandys Freund? Nein, realer, realistischer, authentisch, habe ich gesagt. Weißt du, der Typ, der denkt nichts. Ich habe genau gesehen, du hast was gedacht. Das ist ein Sozialdrama, ne? Da wird nicht viel geredet. Da kann man sich lange, lange Zeit lassen. Und das ist also dein Job? Andi, du willst ihn verführen. Und das ist also dein Job? Hier rumstehen. Und denk dran, Andi, Nietzsche. Oder Heidegger zum Sein, das Sein. Ne? Okay. Und bitte. Denk dran, es ist nicht wie ein Gespräch, also wie ein normales Gespräch. Es ist Sozialdrama. Es ist, man guckt den anderen nicht an beim Sprechen. Man redet nach vorne weg. Und man lässt viel Zeit zwischen den Worten. Warum gehst du nicht auf den Schulhof? Das wäre doch viel lukrativer. Denk an Heidegger. Ja. Das Sein. Schau in Memos Seele, aber die ist da vorne. Da vorne ist die. Da vorne. Genau, super. Sag mal, bist du nicht Mandys Freund? Warte. Sag mal, bist du nicht Mandys Freund? Und das ist also dein Job hier. Memo, du bist angepisst. Ich sehe, dass du angepisst bist. Hä? Du bist nicht angepisst in der Szene. Das lässt bitte weg, okay? Okay, gut. Machen wir so. Vielen Dank. Ja, wiederhören. Tschüss. Hey. Können wir das nicht machen? Wieso? Jetzt waren wir gerade richtig drin. Ja, das war. Du warst nicht drin, das habe ich gesehen. Doch? In diesem Jahr habe ich gesehen. Das geht nicht. Ja, wieso? Mach dich leer, mach dein Gesicht. Weißt, mach mal hier. Wieso, du hast gesagt Nietzsche und ich habe Nietzsche gemacht. Das war nicht Nietzsche. Ja, du bist doch Mandys Freund, oder? Aber du bist doch Mandys Freund. So, aus dieser Entspannung heraus, ja? Und bitte! Ja, du bist ja meine Freundin, oder? Ja, verstehen muss ich schon. Und bitte! Sag mal, bist du nicht Mandys Freund? Ja, Anni, wenn die Bahn kommt, dann musst du die Bahn zuerst durchlassen. Ich wollte lauter sprechen, weil die Bahn da ist. Ah, okay. Ja, dann mach... Nee, wenn das nächste Mal die Bahn da ist, dann machst du es ganz laut. Okay. Okay. Und bitte. Sorry, ganz kurz. Okay. Moment. Sag mal, bist du nicht Mandys Freund? Also du weißt ja, dass ich jetzt schon den ein oder anderen Film gemacht habe. Du hast vielleicht ein Buch gelesen, aber... Ich habe auch Erfahrung am Set und ich glaube nicht, dass Steven zum Beispiel so einen Film inszenieren würde. Ich glaube, ich brauche da eine andere Einstellung. Warte. Das muss mehr Sozialdrama. Ich hätte gerne die hier. Kommst du? Dass man so... Ja, das. Und jetzt einfach stehen bleiben. Und bitte. Danke.
finde es übrigens voll cool, dass du hier dabei bist. Ja, das war auch ziemlich schwer, mich da terminlich freizuschaufeln. Ich habe gerade wahnsinnig viel zu tun. Ganz viele Anfragen und Angebote. Cool. Ich habe einfach gedacht, dass man den Filmnachwuchs auch unterstützen muss. Also, dass Mandy ist ja so ambitioniert und auch so voller Hoffnung. Und da muss ich einfach helfen, habe ich gedacht. Das ist, aber ansonsten habe ich sowieso gedacht, dem Business den Rücken zu kehren und nur noch Charity zu machen. Also, ich habe meinem Agenten auch gesagt, dass er alles absagen soll. Ich möchte da jetzt keine Rollen mehr übernehmen, sondern nur noch ehrenamtliche Arbeit machen. Also, ich möchte gerne mit Kindern arbeiten, weil Kinder, die sind noch so jung und die haben noch alles vor sich. Und es bedeutet mir sehr viel, dass ich denen was geben kann. Und ich denke, also auch mit meiner ganzen Erfahrung, dass ich da sehr viel zu geben habe. Also, dass ich einfach auch der Gesellschaft was geben kann. Also, dass ich da was sein kann, was bedeuten kann. Dass ich wirklich, wirklich denen was zurückgeben kann, wofür die wahrscheinlich auch dankbar wären, dass ich da bin. Also, das ist ja auch was anderes als immer dieses ganze Glanz und Gloria. Ich meine, das braucht man nicht. Man braucht ja diese Wärme, diese menschliche Wärme, die ich glaube ich auch wirklich habe. Also, dass die Kinder das auch spüren würden. Die werden das sehen, dass das die zweite Hauptrolle ist. Ich verstehe halt einfach nicht, warum man nicht noch mehr einfach von dem auch von dem Privatleben dieser Polizistin, also sie hat ja auch keinen Namen, mitbekommt. Das ist ein Lichtblick für die Herzen. Ja, sie ist halt, Polizistin. Ja, mit eben, Herz. Sie ist Polizistin, weißt du, das ist halt all das, was ich eben finde, was eine Figur so plastisch macht. So. Mhm. Und sie eben abhebt daraus, dass sie einfach eine Funktion hat und halt irgendwie von mir aus Polizistin oder Sozialarbeiterin oder was auch immer ist, weißt du. Wo wohnt die? Wie wohnt die? Hat die einen Balkon? Sitzt die auf dem Balkon? Raucht die auch mal zum Beispiel? Hat die Haustiere? Mhm. Oder was macht die überhaupt abends? Guckt die einen Film? Hat die einen Beamer? Was guckt die für Filme? Welche Videothek geht sie? Was ist ein Fitnessstudio? Welches Fitnessstudio besucht sie? Weil die macht ja sicher Sport, ne? Ist ja eine Polizistin. Oder auch einfach so die Vergangenheit. Was hat die für Beziehungen? Was waren das für Männer oder waren es vielleicht Frauen oder so. Also ich finde den Hund find ich schon echt cool, zum Beispiel. Also grade, ich finde gerade der Hund, das ist so ein Spaziergang am Kanal mit dem Hund und einfach diese Figur mal in so einem privaten Moment auch. Also weil ich finde nicht, dass man die ganze Familie jetzt, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe echt hätte echt eine gute Idee für den Vater, wer denn spielen könnte. Und zwar, das ist mir noch nicht russisch genug. Kannst mich mal angucken, wenn ich mit dir rede? Ich brauche das authentischer. Wir drehen hier ein Sozialdrama. Denkt an Sibirien, an den russischen Winter, an Huskies, ja? Wer hat denn da seinen Becher hingestellt? Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher meiner war, da kriege ich Ekelkrim, Mann, ey! Also ich finde, man muss jetzt echt was machen. Und ich meine das ernst, vielleicht kannst du ja was machen. Naja, weil, also ich, Mandy mag dich ja gerne. Also du weißt ja, was ich meine. Ist, ich finde halt, ich finde halt, dass sie... Ruhig vögeln. Darum geht's doch überhaupt nicht. Es geht doch darum, dass ich jetzt mal richtig, weißt du, das ist was Echtes, was ich hier mache. Ich bin jetzt mal im richtigen Leben, ja? Wir machen jetzt hier ein Sozialdrama mit echten Problemen und so, ja? Und ich kann da dabei sein und ich bin gut in dem Job. Ich glaube, ich bin gut in dem, was ich tue, ja? Klar, Türkin. Bist du eine, bist du alle so? Also bist du, geht ja alles. Nein, ich muss einfach 24 Stunden verfügbar sein, ja? Und wenn ich dann immer nach Hause fahre und wieder herfahre, dann verliere ich ja die Zeit. Auf meiner Schublade steht drauf, der Typ, der die Knarre in der Hand hat. Nee, Jens, das ist normal. Das machen alle so. Du musst ständig Allahu Akbar schreien oder sowas. Weißt du? Oh, hör doch mal bitte auf mit dem Arbeitsrecht. Bist du Anwalt oder was?
Und du bist halt einfach, also ich weiß nicht, bin einfach immer das Opfer. Ich muss da immer, weißt du, wenn nachts irgendwas passiert, dann muss ich da sein. Ich muss auch morgens die Schauspieler, ich muss die Mandy abholen, ich muss ja alles machen, ja. Wenn ich dann, ich kann nicht noch nach Hause fahren und so, da habe ich einfach keine Zeit zu, ja. Das spare ich einfach Zeit, da kann ich einfach ein bisschen schlafen in der Zeit, die ich eigentlich nie habe. Oh, das riesige Hände. Ich habe sogar meinen Namen geändert, weil ich irgendwie dachte, so, wahrscheinlich wird es vielleicht dann besser. Wie, ja. Echt? Du heißt nicht Eva? Mm-mm. Nee, komm. Es geht nicht immer die ganze Zeit nur um dich. Ich weiß nicht, das Erste ist, glaube ich, dass man so seinen Frieden damit machen muss, weißt du? Aber wie soll ich das machen? Ich meine, du bringst das so viel mit, ja? Ja. Und das alles kannst du doch in dein Opfer reinlegen, in deine Figuren. Dann mach das, wenn du das willst. Du bist hübsch. Aber um Geld zu verdienen, braucht es mehr als das. Die Bereitschaft zu lernen. Die habe ich. Schön, euch zu sehen, wäre anhand eures Auftritts eine etwas übertriebene Reaktion, findet ihr nicht? Wo sind die Drogen? Was? Was willst du? Soll ich dir nur noch zeigen, wo dein Puller anhängt? Wenn du Drogen willst, dann such hier völlig selber. Du kannst hier nicht dealen. Das ist nicht dein Terrain. Wer sagt denn, dass ich das tue? Da zwitschert man sich. Hör zu. Ich bin ein Mann des Friedens. Und Ditte! Dit ist russische Terrain. Und wenn du hier dealst, dann gibt es Krieg. Und das will ich nicht. Und deswegen machst du jetzt wieder ganz brav Harz. Vier. Altlärchen? Wo sind deine Drogenmatratze? Für dich immer noch Herr Matthias Klemmer, klar. Ein Kollege hier meint, die Drogen sind bei den Russen. Ich glaube, wir sind hier fertig. Schönen Tag noch, Herr Klemmer.
Könnt ihr hier? Zieht Strafe nach sich. Viel Glück. Mandy, du musst dir eine richtige Arbeit suchen. Zum Beispiel in der Konservenfabrik. Sonst kann ich deine Schwester nicht bei dir lassen. Edelprostituierte. Wirklich? Du bist so edel wie ein angenagter Dosenpfirsich. Wir haben ein Jobangebot für dich. Sag uns, wo Matratze seine Drogen hat. Dann bekommst du eine nette Belohnung. Und wenn nicht, Mandy, dann kennst du in deinem Restleben Freude nur noch aus dem Fernsehen. Wir werden dich einbuchten, sobald du über die rote Ampel fährst oder die falschen Socken trägst. Dich, deine Freunde und deine Familie. Überleg doch mal, Mandy. Das ist kein Mann wert. Um zu wissen, was wert ist, braucht man was. Werte. Ich hab die. Ihr? Wer da? Mandy. Komm, Rinn ist offen. Ich hab eine Idee. Nicht ein schlechtes Gefühl. Kannst du mir das beibringen? Was? Na, das. Wenn du 8 Jahre Zeit hast? Ich dachte eher bis heute Abend. Du hast doch früher gekämpft. Bei so illegalen Faustfrauenkämpfen und so. Gibt's die noch? Nicht für mich. Nee, schon gut. Aber kannst du mich darin bringen? Was willst du denn da? Geld machen. Dann machst du dir höchstens die Zähne kaputt, Mann. Bitte, bring mich darin. Und zeig mir vorher, wie man das macht. Ich zeig dir gleich was ganz anderes, du Spacko. Hey! Was ist das? Mann, Mandy, ey. Von allen Ideen, die du jemals hattest, ist das mit Abstand die beschissenste. Es sind nur 3 Minuten. Ey, wenn ich dich so angucke, dann denke ich mir echt, als Allah den freien Willen erfunden hat, hat er einen richtig schlechten Tag gehabt. Ich schaff das. Vertrau mir. Ah, das sind meine besten Freunde von gestern, die versucht haben, meine Hütchenspieler zu beklauen. Gestern war gestern und heute ist heute. Das ist Mandy. Lange nicht gesehen, Smurf. Was hat er zu tun? Was denn? Keine Ahnung. Willst du nicht lieber kämpfen, stattdessen? Dann würde es wenigstens Spaß machen. Jetzt siehst du noch ganz okay aus. Das könnte ich nicht verantworten. Okay, deine Freundin muss 2x1,5 Minuten gegen mein Million-Dollar-Baby aushalten, ja? Danach gibt's Fettkohle, ja? Okay, alles ist erlaubt, nur nicht weglaufen, verstanden? Ja, los geht's. Come on.
Иван, hol die nächste Schlampe. Super, nur das mit dem Zurückschlagen solltest du noch ein bisschen einbauen. Warum ist die Schlampe noch nicht unten? Sozialdrama ist vielleicht wie so eine Massenkarambolage auf der Autobahn. Die dabei zuschauen, bei all dem Schreck, sind doch ganz froh, dass sie nicht dran beteiligt sind, nicht wahr? Oder noch viel besser, wie so ein Opernglas. Stellen wir uns das Sozialdrama vor wie ein Opernglas, mit dem die kulturelle Oberschicht die Unterschicht beobachtet. Man ist gemütlich unter sich. Man will nicht gestört werden, denn, sind wir doch mal ehrlich, wirkliche Armut stinkt. Die ist abstoßend. Zäh, wie so ein viel zu altes Kotelett oder so. Das will man doch nicht essen. Darum wollen wir schöne Schauspieler. Schöne Schauspieler, die uns in ästhetischen und geruchsfreien Bildern erzählen. Von der Armut. Nee, das Sozialdrama hat ja nicht die Funktion, uns ein realistisches Abbild von der Wirklichkeit zu verschaffen. Wo kommen wir denn da hin? Nein. Die Oberschicht braucht das Sozialdrama, um sich aus der Distanz zu vergewissern, dass die Unterschicht leidet, bitterlich leidet. Ich meine, haben arme Menschen den Humor? Ich glaube kaum. Können die lachen? Ja, doch, eher selten. Haben arme Sex? Ja, aber keinen guten. Und das Allerwichtigste, ein armer Mensch kann ja ganz schlecht über seine Gefühle sprechen. Das können nur wir Bildungsbürger. Ich wollte mal Träume erzählen und nicht so tun, als ob ich irgendein Abbild der Wirklichkeit transportiere, von der ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Und die mich, um ehrlich zu sein, auch nicht wirklich interessiert. Ich wollte Visionen erzählen. Ja, aber das ist ja wohl hier verboten.
macht ihr denn hier? Wir drehen. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe? Ja, das war blöd. Wenn ich mal hinsetze? Das wäre auch blöd. Wenn ich was singe? Ja, das war richtig doof. Ja? Bitte. Ein bisschen Spaß muss sein, dann wär die Welt voll Sonnenschein. La 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 la. Hey, ich geb dir 5 Euro. Nee, ist zu wenig. Ja, mehr hab ich nicht. Stille Nacht, heilige Nacht. 10 Euro. Viel Spaß noch. Wen spielst du denn eigentlich? Du bist doch auch Schauspieler, oder? Ich muss das wissen für den Film, weil ich habe doch ein bisschen Angst, nicht, dass wir dann nachher Ärger kriegen. Ein Autor. Ach so. Der Ala und der Mohammed. Ist das eine Person? Nein. Nicht? Nee. Aber, also... Der Allah ist ja quasi ein Gott, ne? Allah ist das arabische Wort für Gott. Ja. Ah, magst du noch einen Wein holen? Ja, ich hol gleich. Also, über Mohammed darf man ja keine Witze machen. Also, da kriegt man ja Ärger, ne? Ja. Und über Allah aber schon. Ein für Mandy. Nee, wir sind Moslems, danke. Wir sind ein bisschen vor wie in einem Zwillingsclub. Für jeder Topf sein Deckel, ne? Naja. Muss ich mir Sorgen machen, dass du auch was abgreifst, oder? Ich? Nein, wie kommst du darauf? Ich hab doch dich. Eine absolute Katastrophe. Das. Was? Nur das, der Film, das geht gar nicht. Die Figuren sind undifferenziert, die haben einfach. Findest du? Ja, Mandy ist unkonkret, das ist irgendwie nicht. Also, ich finde meine Figur gut. Normalerweise gewinnt man ja auch die Preise mit behinderten Figuren, die Namen haben. Aber das wird nichts. Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich voll entspannt hier auch. Und also gut, du hast halt weniger Drehtage als ich. Ich habe jetzt einfach mehr miterlebt. Nee, darum geht's mir gar nicht. Es ist ja einfach, also ich glaube, das wird nichts mit den Preisen. Echt? Auch Grimme-Preis ist schwierig. Max Ophüls. Dafür bist du zu alt. Das wird er nicht schaffen. Das ist naja, also auf jeden Fall gibt es ziemlich gute Szenen von mir fürs Showreel. Also. Ja gut, aber du kannst ja, weißt du, das Problem ist, wenn du hast ja sonst überhaupt kein Material. Und wenn du dann nur irgendwie so in deinem Showreel klebst, dann kriegst du einfach keine... Also du musst da, glaube ich, also ich glaube, wenn du da wirklich was rausholen willst fürs Showreel, musst du noch irgendeine Facette, eine Fähigkeit zeigen, die wirklich dich auszeichnet. Weißt du, man müsste noch mehr die innere Schönheit der Figur zeigen? Ja, also so? Deine Schönheit einfach. Okay, also ich bin jetzt geschminkt. Und ich soll ernsthaft jetzt tanzen? Ja. Okay. Und habe ich ein Kostüm? Mhm. Es hängt im Bad. Okay. Mandy? Das soll ich anziehen? Ja. Ja, das ziehe ich nicht an. Das ist eine Burlesque-Szene. Da hat man sowas an. Ja, aber ich ziehe es nicht an. Willst du also, dass wir heute nicht drehen können? Dass es alles umsonst war hier? Willst du das? Willst du das genauso wie die anderen, ja? Ich versteh's nicht!
Ihr seid alle gegen mich! Oh, Entschuldigung. Muss man da jetzt irgendwie gleich was spüren? Ich spüre irgendwie überhaupt nichts. Ich habe mich jetzt irgendwie überhaupt nicht verändert. Ich dachte irgendwie, dass man sich da verändert oder so, oder dass der Körper sich irgendwie anders anfühlt, dass ich mich irgendwie schöner fühle oder klüger fühle oder weiser fühle oder dass ich irgendwelche Stimmen höre oder so, oder dass ich irgendwie mit Gott reden kann oder mit Jesus oder dass ich John Lennon sehe oder so. Ich dachte, ich habe mich überhaupt nicht verändert. Ich meine, charakterlich bin ich doch noch überhaupt gleich. Sehe ich irgendwie anders aus? Sehe ich anders aus? Ich fühle mich überhaupt nicht anders. Ich fühle mich gar nicht anders. Ich meine, sehe ich anders aus? Ich will einen Namen, ich will einen Vater und vor allem will ich einen Hund. Ich würde gern mehr Martial Arts im Sozialdrama haben. Und ich würde gern einen heldenhaften Tod sterben, weil ich das auch ziemlich gut kann und dadurch zeigen und den Menschen bewusst machen möchte, wie geil das Leben eigentlich ist. Ich will, dass Jacqueline eine ganze Figur ist. Dass sie nicht nur eine Funktion als Behinderte hat in diesem Film und deswegen will ich ihr Inneres zeigen und weil ich sehr gut singen kann, möchte ich das über einen Song ausdrücken. Du willst singen? Ja. Du willst singen? Ja. Danke. Also ich will einfach meine Wohnung... Danke, Mandy. Ich wünsche mir das Miesebetrige, was in dieser Produktion jetzt irgendwie herrscht, von der Seite der Schauspielkollegen, wünsche ich mir, dass das aufhört. Das ist das Schönste, das Wahrhaftigste, was ich je gedreht habe bisher so. Und ich will, dass das von den anderen auch gesehen wird, dass es einfach anerkannt wird, dass nicht immer nur gemeckert wird. Hallo, ich will auch noch was sagen. Also ich wollte sagen, dass es hier so ganz okay so läuft bis jetzt. Und ich will einfach auch nur zeigen, dass ich Schauspieler bin. Und ja, und halt gucken, was man hier sonst noch für Kontakte knüpfen kann. Ich will alles so, wie es sein muss. Ich will alles wie immer. So, wie alle das machen. Ganz normal. Und ich will, dass die Zeitungen schreiben, diesen Film will man nicht sehen, aber man sollte ihn sehen. Das ist realer als die Realität. Ich will kein Musical. So, hier bleibst du. Amüsier dich gut, aber mach keinen Quatsch. Eines Tages werde ich mich erheben und es füllen sich meine Beine mit Leben und dann tiedel die tadel die bumm, dann bringe ich dich um. Ich hab was zu erleben. An diesem Tage werde ich jubeln und rennen, der Wind wird pfeifen
und die Sonne mich blenden, denn dann tidel die, tidel die, tadel die Brumm, dann bringe ich dich um. Und ein wildes Orchester wird spielen zum Tanz. Ich umfasse meine Schwester, wir drehen uns im Kranz. Dieses Tages, der endlich stillt meine Wut, und ich werd baden, und zwar in deinem Blut. Denn dann tidel die, tidel die, tadel die Bumm, bring ich dich einfach um. Richtig fein aus. Und dafür machen wir dich richtig schnieke. Na, was sagst du? Ja. Wir gehen jetzt schön pokern, du Kärbchen. Na, hast du es rausgeschafft, ja? Doch, wie ich sehe. Ja. Dein Anteil. Nee, nee, lass mal stecken. Mein Gesicht ist ja noch ganz. Ich würde dich ja reinbitten, aber... Dann mach. Oh, Haraf, schon Hager. Was zu essen? Natürlich nicht. Schnurgel! Da, Leona! Der Tafel, verdammt nochmal, ich komm hier an, verdammt nochmal. Ich hab Hunger, verstehst du? Ich bin einfach nur müde, an der Talbend. Was machst du? Ja, Ali. Du willst nicht mitkommen. Komm. Nee, ey, wenn ich mit dir in Ferien fahre, womöglich noch im Bikini, dann tickt der völlig aus. Ist ja nicht für Ferien. Für immer. Hey, das Geld, das reicht für den Start. Für dich, für mich, für Jacqueline und Matratze. Und wenn's alles ist, dann bauen wir Kunstkram und so Dreamcatcher und verhügendet an die Touristen. Da stehen die voll drauf. Hier. So Typen wie den Ali, die findest du dort alle mal. Wahrscheinlich so ja bessere. Mann, ich hab ein Versprechen gemacht. Ich darf meinen Mann nicht verlassen. Wen denn? Allah. Was mit Allah? Nichts, Ali. Darüber habt ihr doch gerade disputiert. Ich hab einen Witz gemacht. Lass hören, ich bin ein Freund von Witzen. Ali kommt in den Himmel und trifft den lieben Jott. Und der liebe Jott sagt, hallo Ali. Und Ali sagt, hallo Allah. 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 Sag mal, Wallah, ich höre alles. Willst du mich verarschen oder was ist los? Ein wenig Milch für meine Eierkuchen. Aber natürlich habe ich Milch. Ich habe auch Eier, wenn Sie die brauchen. Komm doch rein. Wer ist noch hier? Es geht nicht darum, was ich will. Das sollte es aber. Vielleicht kann ich ja später mal kosten von Ihrem Naschwerk. Mhm. Ach, die Milch. Bitte schön. Ich habe auch neulich eine sehr lustige Anekdote gehört. Und danach soll dein Bruder deine sozial benachteiligte Schwester beim Pokern verspielt haben.
Puma. Ist das wahr? Na, warten. Dass du unsere Schwester verkloppt hast? Nee. Na, Pogat. Pechsträhne. Ich meine, ich wollte ja mal was Gutes tun, bevor sie wieder den ganzen Tag zu Hause rumoxidiert. Und jetzt hat sie da auch ihren eigenen Beruf und kann für sich selber sorgen. Sag mal, hast du was bei? Sonst kannst du gleich wieder abzwitschern, Fräulein. Eiern, Fleisch und Blut. Man, du kannst doch nur rumstänkern, ey. Frag mich doch mal, wie es mir geht. Kannst du haben. Meine Haare, wenn du mir sagst, wer Jacqueline hat. Mensch, halt doch mal die Schnauze da hinten, das ist jetzt wichtig. Was ist das? Na, die Quittung für Jacqueline. An die Russen? Haben Jackie, ich brauch dich, um sie da rauszuholen. Mal langsam, Schwäbchen. Was ist los? Die Russen haben Jackie, ich brauch dich, um sie da rauszuholen. Was heißt rausholen? Wie rausholen? Wann rausholen? Wie mit Gewalt? Wo, keine Ahnung, wann jetzt denn natürlich? So was muss gut überlegt sein. Willst du erstmal was trinken? Kräutertee vielleicht? Nein, ich brauche keinen Beruhigungstee. Ich will meine Jackie zurück. Was ist denn, kommst du? Ich will dir ja helfen, unbedingt so ja. Aber gerade jetzt, das geht nicht. Das ist Geschäftszeit. Wenn die Kunden kloppen und ich bin nicht da, dann suchen die sich gleich einen anderen, ihn da aufmacht, verstehst du? Kann das nicht warten bis heute Nacht, dann ist auch dunkler. Nee. Was weiß ich, was die mit meiner Schwester angestellt haben bis heute Nacht. Das geht nicht. Das muss jetzt sein. Ja, klar. Ich bin dabei. Ich hol mir eine Jacke und dann geht das los. Auf in Gefecht. Die Bullen! Wo? Da. Ich kenn doch ihre Kutsche. Wenn wir zusammen losmarschieren, dann nehmen wir uns beide Ops. Pass auf, Schwäbchen. Du siehst dir schon mal vor, ganz unbeteiligt. Und dann komme ich hinterher und lenk sie ab. Und dann komme ich nach. So schnell ich kann, ich schwör's. Matratze. Pass auf. Versteck das. So, dass niemand findet. Das ist unser Ticket raus hier. Versteck das. Dann lenkst du die Bullen ab und dann kommst du nach. Genau so wird's gemacht. Ich schwör's, wir schaffen das. Hallo, Mandy. Nuggel, ich brauch schon wieder deine Hilfe. Ich hab Hausverbot und Ali will nicht mehr das Wind sehen. Du, die Russen haben Ali erzählt, was wir so angestellt haben. Der meint, es ziemt sich nicht für seine Frau. Und das hat er auch noch mal sehr deutlich gemacht, dass sich das nicht ziemt. Oh, und kannst du dich nicht wehren? Das ziemt sich noch weniger. Mandy, ich wäre jetzt so gerne bei dir, ja? Und bei deinen Abenteurern und so, aber es geht nicht mehr. Es tut mir so leid. Verstehe. Meine Süße. Halt den Kopf hoch. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Hallo, Mandy. Hi. Brauchst du ein Taschentuch? Danke. Dafür habe ich meine Pfoten. Jemand was getan? Kann man so sagen. Brauchst du Hilfe? Nee, lass mal. Das ist gefährlich.
Ich will dir da nicht rinziehen. Mir macht es nichts aus, wo reingezogen zu werden. Und wenn du nicht wieder rauskommst? Bleib ich eben drin. Was macht das Leben für einen Sinn, wenn man nichts riskiert? Aber da gibt es nichts zu gewinnen. Außer vielleicht Dresche. Ja, das lass mal meine Sorge sein. Ich heiße übrigens Ronny. Basic. Wenn mir eine Parallelklasse bist gewesen, hast du mir immer so komisch angekickt. Und wenn ich zurückgekickt habe, hast du den Kopf runtergenommen. Ich wirklich? Ich war gar nicht. Und wenn's keiner merkt, dann gibst du immer so Gedichte, fremdsprachlich von dir. Wo hast denn die her? Ach, die fliegen mir so in den Kopf. Verstehe. Und wenn nach des Himmels mächtigen Gesetzen der Dichter kommt in diese müde Welt, schreit seine Mutter auf und voll Entsetzen flucht sie dem Gott, den Mitleid selbst befällt. Das ist hübsch. Und was heißt das jetzt? Du kannst mir immer noch einen schönen Tag wünschen und die Fliege machen. Kann ich. Will ich nicht. Meine Schwester. Keine Ahnung. Hey, Kollege. Wie ist man beim Unterboss? Pillmannstraße 12. Da steht Smilmo vor der Tür. Hey, danke, Mann. Tanzen nicht, Quatsch. Lass die Lady los. Natürlich, Tattoo waren Lesben. Das ist Weiber, die rumgemacht haben, also sind das Lesben. Oh Mann, Spiel! Das ist bei ihr! Thank you.
Simon, ich weiß auch nicht. Ich finde das echt krass. Du hörst doch, dass ich Polin bin. Ja, schon. Ich spiele Russinnen ständig. Ich habe einen polnischen Akzent. Ich weiß nicht, was die Scheiße soll. Es ist so, als ob ich nur mit Akzent spielen könnte, oder wie? Ich werde auf irgendwas runter reduziert, auf Titten, auf Akzent, auf... Das bin ich nicht. Ich komme aus einer intellektuellen Theaterfamilie. Scheiße. Ja, das Ding ist doch folgendes. Die, egal ob Russe, Pole oder Ukrainer oder sonst was, es geht ja darum, dass wir halt erzählen, die kommen rüber und bauen Scheiße. So. Ja? Ja, und das ist geil, oder wie? Die Unterwelt und so weiter. Das ist nicht geil, das ist wahr. Es war ein früheres Hotel, was umfunktioniert wurde in so ein Auffanglager, das war fast am Meer. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, ein Eisautomat, wo du Geld reinwirfst, wo du Rückgeld bekommst, wo so Eis rauskommt. Die haben die Dinger kaputt gemacht. Da konnte man so über Brücken laufen und konnte gar nicht auf den Boden. Welches Jahr? 93. Das war später. Ne? Und da waren so große Pflanzen überall und so. Und unten so große Schildkröten, die rumgelaufen sind. Die Russen haben die irgendwie genommen, Steine genommen und die da draufgeschmissen von oben und haben die getötet. Was ich nicht verstehe, ist, warum ihr in irgendeinem Luxushotel wart, irgendwie, was hast du gesagt, 93? Ja. Wir sind 89 rübergekommen, die haben uns erstmal die ersten 3 Tage in den Puff gesteckt. Oder? Ja. Naja, und wir waren halt Spätaussiedler. Hm. Ist halt Polen, ne? Was so ein scheiß Prolet, ey. Nein, Mann. Monika. 46. Drehtag. Wir haben 23 Follower auf Facebook und ja, also Mandy macht ja nicht mehr jetzt die Aufwärmung. Genau, also wir wollen einen guten Film machen. Ja, das wollen wir. Wir wollen Applaus. Ja, das wollen wir. Wir wollen Liebe. Yo. Ja, das wollen wir. Wir wollen Follower. Yo. Ja, das wollen wir. Wir wollen... einen guten Film machen. Wir wollen einen guten Film machen. Ja, das wollen wir. Also, noch einmal bellen und Applausdusche. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff. Wir wollen keine Katzen sein, wir wollen Hunde sein. Wuff, wuff, wuff. Wuff. Okay. Und jetzt die Applausdusche. Ja, du nicht. Ist nur für die Schauspieler. Hallo, Jens. Wie du hast meine Sachen zu Franzi. Und warum? Okay. Ja, das ist ja toll, dass du so tollen Sex jetzt hast. Mhm. Okay, also ich habe dir sozusagen jetzt die letzten 10 Jahre deines Lebens geklaut oder versaut, oder? Mandy, ich komm gleich! Ja, egal. Also auf jeden Fall. Ja. Dann. Nadine! Ich komm gleich, Mandy! Ja, dann hab einfach, würde ich sagen, ein schönes Leben und dann. Keine Ahnung. Scheiße. Bin ich nur ein Fehler? Und auch wenn ich einer bin, hat das nicht auch einen Sinn? Was hat Gott sich dabei gedacht? Hat er einen Fehler gemacht? Als er mich so erschuf, war das nur Fehler. Komm her, ich weiß.
es ist schwer, wenn das Leben dich anschreit, suchst du nach Geborgenheit. Du brauchst Wärme in der Nacht, die hab ich dir mitgebracht. Du musst nicht klug sein oder schön, denn ich kann in dein Inneres sehen und ich sag, komm her. Komm her, ich bitte dich, komm her. Du musst nicht wissen, wer du bist, solang du weißt, wie man küsst. Und der Kleider sich entlegt, all den Schmerzen mir entfegt. Und wenn du mich dann liebkommst, man gibt was in die Welt, man opfert sich auch mal für jemanden. Du hast diese hässliche Krähe gebumst, um dich was zu machen? Boah, das gibt's doch nicht. Du hast mit dieser Regieassistentin gefickt. Was soll das denn? Wenn ich merke, dass jemand leidet und dass jemand Hilfe braucht, dann muss ich auch... Da musst du dein Ding reinstecken, ne? Ich weiß, das sieht jetzt wirklich blöd aus und das ist auch nicht so verstehen. Das sieht nicht blöd aus, es ist blöd. Wenn ein Mensch leidet, dann schreit das Universum. Es schreit mich förmlich an, verstehst du? Es schreit... Mach was. Ich habe das Gefühl, ich muss was unternehmen, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich in dir was ganz Besonderes sehe, weil du ein besonderer Mensch bist. Mit dir habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich opfern muss. Wirklich nicht. Nein. Das ist eine sogenannte Rückstellung und Gewinnbeteiligung. Also man kann, also auch gerade bei Gewinnbeteiligung, also mit großen, größeren Summen rechnen, dass sie mir den Strom abstellen wollen, das kann nur ein Missverständnis sein, weil, ja, nein, ich weiß, aber ich bin hier auch gerade beim Dreh und morgen dann, also ja. Okay, ja. Also ich finde es einfach großartig, dass mit den Kindern, dass Kinder, dass du einfach begeistert bist von den Kindern. Und das ist, finde ich, da hat angefangen, mein Herz irgendwie höher zu schlagen, weil ich gemerkt habe, dass das, oder weil ich Kinder eben auch toll finde. Kinder sind großartig. Das wäre doch, wenn wir das zusammen machen können, das stelle ich mir traumhaft vor. Schauspielerin.
euch gern noch was schenken. Auf den Weg mitgeben, bevor wir uns alle wieder in alle Winde zerstreuen. Eine Jazz-Version von dem Filmsong. Und ich wollte noch mal sagen, danke, Mandy. Das bedeutet nichts. Das war rein beruflich. Guten Tag, Mandy. Ich bin hier, um Jacqueline abzuholen. Jetzt wird alles gut. Mitnehmen wohin? An einen Ort, wo sich um sie gekümmert wird. Mene, Jackie wird nirgendshin mit ihnen um. Sei doch vernünftig, Mandy. Es ist das Beste für alle. Ich bringe sie in eine wunderschöne, geschlossene Einrichtung. Dort gibt es einen Park mit Blumen. Die Schwestern kümmern sich rund um die Uhr. Und Mandy, dort gibt es alle Medikamente, die du dir vorstellen kannst. Es ist wunderschön. Und ich selbst persönlich kümmere mich darum, dass du Jacqueline einmal im Jahr besuchen darfst. Das können sie nicht machen. Jacqueline ist meine Familie. Die braucht mich. Und wen brauchst du, Mandy? Denk doch auch mal an dich. Ja, mein Schatz. Wo gehen wir hin? An't Meer, Jenwa. An't Meer. Aber vorher müssen wir noch was holen. Ganz alleine mit all den Russen und BOOM! Mann, ich bin sowas voll stolz auf dir. Das ist mein Mädchen. Apropos Jens alleine. Wo warst du denn eigentlich? Die Bullen, die hat mich so dermaßen auf dem Kieker. Ich hatte keine Chance, zu dir zu stoßen. Du hast es geschafft! Yes! Gut. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Im Grab mit die Russen. Wo ist meine Kohle, die ich dir eben hab? Zur Aufbewahrung. Alle hier. Schöpfchen, alle da drin. Schön. Lass rüberwachsen. Das geht gerade nicht im Augenblick. Wieso? Ja, das Geld hat gewissermaßen seinen Aggregatzustand verlassen. Vorher war es nur ein Haufen kleiner Scheine, jetzt ist es mehr gewissermaßen zu was Größerem gewachsen. Und was soll das sein? Eine Investition, Schwäbchen. Nee, Mann. Du willst mir nicht erzählen, dass du weißen Pulver verarbeitet hast? Das ist nur ein vorübergehender, ganz flüchtiger Zustand. Aber danach ist es wieder Geld. Dafür sogar noch mehr Geld. Du willst mir nicht erzählen, dass die Bullen dich die ganze Zeit auf den Kicker hatten, weswegen du keine Möglichkeit hattest, deiner Geliebten das Leben zu retten. Dass es dich aber nicht daran gehindert hat, mein Geld zu Heroin zu verarbeiten. Doch. Ich, ich,
gewesen. Das klingt jetzt nach einem Widerspruch. Warum? Oh, Mindy, Schwäbchen. Als du gesagt hast, dass du mich lieben tust. Wenn das ihr Frauen immer alles vermischen müsst. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Jackie. Oh mein Gott, Jackie, was? Los, komm, Karten, Schwächen. Ich kann den Himmel sehen. Und Gott und all seine Engel da, Mandy, Mandy, Mandy. Friedjolin, mein Hamster. Und es ist so schön. Danke. Danke, danke, dass du meine Schwester warst. Teddy! Das Heroin ist im Teddy! Together
In a room without a view, we tried a piece of a holy cake. It tasted really cruel. That night we were leaving, 4 months before arriving, we kissed goodbye. It's meaningless, and this is what she says now. I remember you. I won't hide away. This time I'll stay. Loved ones reminded me of some insects in my room. They came along and have gone along, and why they stayed they sang. Tonight is my first night, my only and my best fight. Nothing breaks without a sound, and nice words can't be wrong. Hey, we remember you. We don't walk away. This time we stay. Baby, I hope that we goes anywhere where the wind blows. I offer you the kingdom of the clouds. My heart is like a paper turned gray through all the rain, yeah. Are you the one who wants to keep it in her hands? My lady, before she shooted me dead, using some words that I might have said. The holy crowd, they hanged around, stood along my grave. Some mothers cried, some trumpets played. My friends were friendly, but it was too late. And when they come, the time has come to open up the cage. Hey, they remember you. They don't walk away. This time they stay. Why the wind blows and the night grows. Why the moon shines and the flood rises. And the sea takes you away. We remember you. We don't walk away. This time we stay. We don't hide away. This time